Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG, Frühjahr 2013, und gerechnet werden soll die Aufgabe 7. Die Aufgabe 7 ist eine statistische Aufgabe, bei der es um eine Maschinenfähigkeitsuntersuchung geht, bei der wir 30 Messwerte auszuwerten haben. Gegeben ist das tolerierte Maß. Und das tolerierte Maß ist nichts anderes als 20 plus minus 8 μm. Gesucht sind folgende Werte: A, die Messdaten in eine Strichliste einzutragen, wie sie in einem Vordruck beigestellt sind. Also die Strichliste. Um den Prozess etwas abzukürzen, trage ich jetzt schon die ausgewerteten Größen ein, muss allerdings hier noch irgendwie einen geeigneten Maßstab wählen, und wenn ich hier mit 12 beginne, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 und das Ganze in schichtige μm, dann habe ich hier einen geeigneten Maßstab gefunden. Und wenn das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind, dann trage ich jetzt schon die zunächst ausgewerteten Messergebnisse ein. 16 mal, also die schichtdicke 16, kommt insgesamt einmal vor. Die schichtdicke 17 kommt insgesamt dreimal vor. Die schichtdicke 18 kommt insgesamt fünfmal vor. Die schichtdicke 19 kommt achtmal vor. Die schichtdicke 20 kommt insgesamt sechsmal vor. Die schichtdicke 21 viermal. Die schichtdicke 22 zweimal und 23 kommt insgesamt einmal vor. Ich empfehle, die entsprechenden Zahlenwerte noch einmal zusammenzufassen und die tatsächlichen Ereignisse immer hier nochmal oben zu kommentieren. Das heißt also, das Ereignis käme hier einmal vor, dreimal, fünfmal, achtmal, sechsmal, viermal, zweimal und einmal. Durch diese Art der Darstellung kann man sich die entsprechenden